Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Novena zum kostbaren Blut, erster Tag. Jesus war bereit, seinen letzten Blutstropfen zu geben. Zum Gedächtnis daran wurde ein unblutiges Opfer eingesetzt. Das der Heiligen Messe. Diese Novena lädt uns zum Gebet ein. Siebentägige Novene für die sieben Schmerzen Mariens. Man muss den Völkern sagen, um welchen Preis die Seelen losgekauft sind. Man muss ihnen begreiflich machen, auf welche Weise das Blut Jesu sie reinigt und wie sie vor allem durch die Sakramente geheiligt werden. Um die Menschen aus der Gefühllosigkeit von heute aufzurütteln, muss man sie daran erinnern, dass dieses Blut jeden Morgen auf den Altären aufgeopfert wird. Und dass es zum Ausgleich der Schmähungen und Lästerungen angebetet und gepriesen werden soll. Kasper der Buffalo. Einleitendes Gebet an jeden Tag der Novena. Kostbares Blut meines Erlösers. Ich grüße dich, ehre dich und bete dich an. Zugleich bitte ich alle Engel und Heiligen, dich mit mir zu grüßen und anzubeten. Kostbares Blut, auf dich setze ich das ganze Vertrauen für mein Heil, denn dein Wert ist unendlich und deine Kraft unschätzbar. Heiliges Blut, reinige meine Seele von allen Makeln und schmücke sie mit deiner Schönheit. Kostbares Blut, ich opfere dich durch die Hände der reinsten Jungfrau Maria, der allerheiligsten Dreifaltigkeit auf und rufe. Lob, Preis, Dank, Ehre und Anbetung sei dem dreieinigen Gott durch das kostbare Blut Jesu Christi. Amen. Im Namen dieses kostbaren Blutes komme ich zu dir, o Jesus, dich zu bitten, dich anzuflehen in meinem Anliegen. Wenn du auch meine Bitten zurückzuweisen scheinst, werde ich mein Flehen nicht einstellen, bis du mich erhört hast. Zu viel Gnade, zu viel Barmherzigkeit ist mir schon von deinen heiligen Wunden zugeflossen, als dass ich nicht bis zum Ende auf die Wirksamkeit deines göttlichen Blutes fest vertrauen würde. Deshalb bitte und beschwöre ich dich, o Jesus, durch die siebenmalige Vergießung deines kostbaren Blutes, durch jeden Tropfen jenes hochheiligen Kaufpreises meiner Erlösung und durch die Tränen deiner unbefleckten Mutter mein Gebet zu erhören. Man betet ebenfalls täglich die Litanei zum kostbaren Blute unseres Herrn Jesus Christus. Erster Tag. O Gott, merk auf meine Hilfe. Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Das erste Mal vergoss unser Erlöser sein Blut, als er am achten Tag nach seiner Geburt die Beschneidung auf sich nahm, um das Gesetz des Moses zu erfüllen. Betrachten wir, dass Jesus das zuließ, um der göttlichen Gerechtigkeit Genüge zu leisten für unsere Sünden, wodurch wir unserem Schöpfer den gebührenden Gehorsam verweigern. Erwecken wir darüber aufrichtige Reue und nehmen wir uns fest vor, künftig die Reinheit der Seele und des Leibes unbedingt zu bewahren. Fünf Vater unser und Ehre sei dem Vater. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Geist. Vom Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir bitten dich, Herr, komme deinen Dienern zu Hilfe. Die du mit deinem kostbaren Blut erlöst hast. Vorher an das kostbare Blut Jesu Christi. Bitte neu zum kostbaren Blute unseres Herrn Jesus Christus. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott, Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser. Blut Christi, des Eingeborenen des ewigen Vaters, rette uns. Blut Christi, des menschgewordenen Wortes Gottes, rette uns. Blut Christi, des neuen und ewigen Bundes, rette uns. Blut Christi, in der Todesangst zur Erde geronnen, rette uns.
Blut Christi bei der Geißelung vergossen. Rette uns. Blut Christi bei der Dornenkrönung verströmt. Rette uns. Blut Christi am Kreuze ausgegossen. Rette uns. Blut Christi, Kaufpreis unseres Heiles. Rette uns. Blut Christi, einzige Vergebung der Sünden. Rette uns. Blut Christi im Altarsakrament, Trank und Reinigung der Seelen. Rette uns. Blut Christi, Starkmut der Märtyrer. Rette uns. Blut Christi, Kraft der Bekenner. Rette uns. Blut Christi, Lebensquelle der Jungfrauen. Rette uns. Blut Christi, Stütze der Gefährdeten. Rette uns. Blut Christi, Linderung der Leidenden. Rette uns. Blut Christi, Trost der Weinenden. Rette uns. Blut Christi, Hoffnung der Büßenden. Rette uns. Blut Christi, Zuflucht der Sterbenden. Rette uns. Blut Christi, Unterpfand des ewigen Lebens. Rette uns. Blut Christi, Erlösung aus den Tiefen des Reinigungsortes. Rette uns. Blut Christi, Friede und Wonne aller Herzen. Rette uns. Blut Christi, Zuflucht der Sterbenden. Rette uns. Blut Christi, aller Herrlichkeit und Ehre überaus würdig. Rette uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Verschone uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erhöre uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erbarme dich unser, o Herr. Du hast uns erlöst, o Herr, in deinem Blute. Und zu deinem Gottesreich gemacht. Lasset uns beten, allmächtiger, ewiger Gott. Du hast deinen eingeborenen Sohn zum Erlöser der Welt eingesetzt und wolltest durch sein Blut dich versöhnen lassen. So lass uns denn, wir bitten dich, den Löspreis unseres Heiles verehren. Und durch seine Kraft vor den Übeln dieses Lebens auf Erden beschirmt werden. So dass wir uns im Himmel ewig seine Frucht erfreuen dürfen. Durch denselben Christus, unseren Herrn. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.